Hallo ihr Lieben, es ist schon eine Weile her, seit ich meine letzte Buchrezension gemacht habe. Schande über mich. Aber jetzt bekommt gleich die nächste, also nach langer Verzögerung, zwar von einem Buch, was ich auf der Buchmesse gekauft habe. Das heißt, Der Brückentroll von Thomas Hussung und erschienen ist das im Edition Pastorplatz Verlag. Wir machen es wieder, ich lese euch ein kleines Stückchen. Nicht so leicht, wie es aussieht übrigens. Ja, das sieht wahrscheinlich sehr umständlich aus. So umständlich ist es auch, wenn man nur einen Hof hat. Leicht erbost rückte der Zugbrückenwärter seine Zugbrückenwärtermütze zurecht und stupste den Troll vorsichtig mit der Spitze seines Zugbrückenwärterstiefels an. Der Troll blinzelte schläfrig ins Morgenlicht und erhob sich. Es ist also so, dass der Zugbrückenwärter den Troll gerade schlafend unter seiner Zugbrücke gefunden hat. Guten Morgen, sagte der Zugbrückenwärter. Im öffentlichen Dienst muss man ja schließlich höflich bleiben. Außerdem war der Troll dazu noch ziemlich groß. Das hier ist kein Schlafplatz, fügte er etwas weniger höflich hinzu. Aber ich wohne doch hier, antwortete der Troll. Seit wann? Wollte der Zugbrückenwärter wissen. Seit gestern. Der Zugbrückenwärter überlegt. Das war natürlich etwas anderes. Schließlich konnte er den Troll ja nicht aus seinem Zuhause hinauswerfen. Das war also, wie die beiden sich kennengelernt haben. Und es folgt jetzt eine schöne Freundschaft von den zwei. Die machen lauter Sachen, die rundum und mit der Zugbrücke passieren und haben ein ganz schönes Leben. Bis eines Tages dieser wütende Mob plötzlich auftaucht mit Schildern, wo steht Trolle raus aus der Stadt. Und sie rufen, wir wollen keinen Troll in der Nachbarschaft. So lautete das allgemeine Urteil. Manche behaupteten, er verbreite einen unangenehmen Trollgeruch und es wurde ihm sogar unterstellt, dass er Kinder fraß. So. Wir haben jetzt also hier ganz viele Leute, die wahrscheinlich jeder einzelne von denen den Troll nie kennengelernt haben. Die wissen nur, oh, das ist ein Troll, weil was, Trolle sind doof, die sind anders als wir. Den wollen wir nicht. Wir haben also hier ganz viele Leute, die richtig ekelhaft los, laut und schreien und dabei wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben, weil sie nämlich Vorurteile haben. Ja, es ist also ein Buch über Vorurteile. Aber es ist auch ein Buch über Freundschaft, denn der Zugbrückenwärter, der muss sich jetzt entscheiden, ob er dem Druck des Mobs und der Gesellschaft standhalten will und weiter mit dem Troll befreundet ist oder ob er das nicht packt und lieber weiter alleine Zugbrückenwärter ist. Es geht also hier noch ein bisschen weiter in der Geschichte. Ich erzähle euch aber nicht, was passiert und wie der Zugbrückenwärter und der Troll mit der Ablehnung umgehen. Was ich auch sehr schön finde in dem Buch, ist, dass die Wörter, alle die mit Zugbrückenwärter und mit Troll zu tun haben, die sind kursiv geschrieben. Und außerdem macht der Autor das so, dass der immer ganz tolle, lange Wörter baut. Also, zum Beispiel gibt es einmal das Wort Zugbrückenwärterhäuschenfenster. Und das mag ich sehr gerne. Weil das sind so Wortbauketten. Deswegen kann man das auch sehr gut in der Schule benutzen, wenn man zum Beispiel ein bisschen spielerisch und kreativ an zusammengesetzte Nomen heranführen möchte und eben die Kinder dazu anregen mag, auch ein bisschen kreativ damit umzugehen und solche Wörter zu basteln. Das führt mich auch eigentlich direkt auf mein Lieblingswort, das ich aber jetzt nicht verraten kann, weil es steht nämlich auf der Seite relativ weit hinten, 25, ganz unten. Da steht mein Lieblingswort. Ich werde es also auch zu meiner Lieblingswortliste hinzufügen, aber ich werde es jetzt hier nicht sagen, weil das spoilert zu sehr. Ja. Außerdem in der Schule kann man es natürlich benutzen, um über Toleranz und sowas zu sprechen. Dafür sind ja sehr viele Bücher momentan geeignet. Die Bilder, deswegen habe ich auch schon wieder zurückgeblättert, weil ich dazu nämlich was fragen will.
die sind ja jetzt erstmal vordergründig eher dunkel. Also der Zugbrückenwärter, der hat eine dunkle Mütze und eine dunkle Uniform. Und der Troll hat eine dunkle Hose und eine dunkle Haut. Aber der Illustrator, der auch gleichzeitig der Autor ist, also der Thomas Hussung, der hat es geschafft, dass in den Bildern, dass sie trotzdem total bunt sind. Weil der so Details oder Schatten oder Hintergründe in ganz anderen Farben gemacht hat. Also in Rot und in Gelb und in Lila und in Blau. Und dadurch wirken die Bilder unglaublich bunt. Und da ich bunt sehr gerne mag, gefällt mir das sehr gut. Die Bilder wirken auch sehr lebendig. Ja. Ein kleines Detail, auf das ich hinweisen möchte, einfach so, weil ich das gerne mag, ist dieser kleine Teddy. Denn der Troll hat einen kleinen Teddy. Ja, weil ein Teddy haben ist nämlich nicht schlimm. Und auch wenn der schon ein bisschen abgekuschelt aussieht. Dass ich dieses Buch euch zeige und dass ich es überhaupt gekauft habe. Und es hat einen ganz bestimmten Grund. Und zwar... Mist. Tihihi. Für Noppes. Unterschrieben von Thomas Hussung. Oh. Da war ich nämlich auf der Buchmesse und da habe ich den getroffen. Und da hat er gerade sein Buch signiert. Da bin ich vorbeigekommen und dachte, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Deshalb bin ich also auch darauf aufmerksam geworden. Denn wieder ist es ein relativ kleiner Verlag und das findet man in den regulären Buchhandlungen vielleicht gar nicht so, das Buch. Was aber wünschenswert wäre, dass es passiert. Ja. Da hat er also einen Troll reingezeichnet, wie auch in dem Buch vorkommt. Und hier oben sieht man, ich zeig da nochmal ein Foto davon. Da hat er mich gemalt. Das da oben, das bin ich. Ich sehe auch ein bisschen aus wie ein Troll. Ich könnte der kleine Freund von dem großen Troll sein. Ein Trollschweinchen sozusagen. Ich war so unglaublich aufgeregt, als er das gemacht hat. Das hat mich sehr gefreut. Da wollte ich nochmal Danke sagen, lieber Thomas, dass du dir dafür so viel Zeit genommen hast. Das war also auch schon meine Bilderbuchrezension. Ich hoffe, ich habe diesmal alles untergebracht, was ich erzählen wollte. Wenn nicht, trage ich es in den Kommentaren nach. Ich freue mich auf eure Meinungen dazu und über eure Anregungen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüssi!